Ich fahre nach Sarkoma und freue mich da drauf. Warum freue ich mich drauf? Ja, weil es so ein aufgeräumter Ort ist und weil er so beliebt ist. Unglaublich, ja. Das hätte ich früher nie erwartet. Sarkoma ist ganz in der Nähe von Kalamior. Kalamior ist ja ein großer Konkurrenzort, sagen wir mal Mitbewerber. Aber Sarkoma ist einfach zwar ein Hotelstandort mit einer enorm tollen Küste, einem wahnsinnig schönen Strand. Der Strand kommt fast ran an die Kalaguya, kann man sagen, von der Qualität her. Ist ähnlich geformt, auch ähnlich vom Wasser her, aber eben bebaut. Und wie, das zeige ich jetzt in meinem Video. Ich bin auf dem Weg dahin, aus Richtung Kalamior jetzt kommt. Und wünsche viel Spaß bei diesem Video. Nachdem ich nach links abgebogen bin, fahre ich quasi direkt aufs Meer zu, auf die Bucht. Hier viele Geschäfte, Gastronomie, Supermärkte, alles was man so braucht für den täglichen Bedarf. Freundliche Leute, allen Orten auf Mallorca, wirklich in dieser Jahreszeit total entspannte Leute, weil die Hitze ja noch weg ist, sondern sind total angenehme Temperaturen hier jetzt aktuell, 23 Grad. Zum Nachmittag sollen ein paar Wölkchen mehr aufziehen, im Moment noch nichts davon zu sehen an diesem wunderschönen Tag. Ich werde jetzt hier nach rechts wegfahren an so ein paar Hotels vorbei und dann werden wir Richtung Strand schauen und der ist wirklich 1A.
anschließend nochmal vielleicht ein paar Geschäfte unter die Lupe nehmen, so dass wir dann alle auf einem Stand sind, was einen hier erwartet in Sakoma. Auf der anderen Seite von Kalamioa ist ja die Kalabuna. Praktisch wird Kalamioa umrahmt von diesen beiden Orten. Es führt ein wunderschöner Weg hierher. Wer hier spazieren gehen will, hierher von Kalamioa, da sind ja nun viele Urlauber schon. Kein Problem, Fahrrad ausleihen geht auch. Oder ein E-Scooter, was auch immer. Ja, hier in einer Seitenstraße geparkt. Hier ist ein richtig schönes Restaurant mit einer Mühle obendrauf. Der Laden muss einen guten Ruf haben. Hier ist abends immer viel los. Gleich mal positiv anzumerken, gierig ist man hier nicht. Man hat viele Chancen hier, wenn man mit dem PKW herkommt oder wenn man hier seinen Urlaub verbringt und sich vielleicht mal einen Leihwagen nimmt, das Fahrzeug zu parken. Und ja, eigentlich fast alles kostenlos hier. Also äußerst fair. Einige Orte haben ja diesen Bereich, den blauen Bereich, wo sie Gebühren nehmen, ausgeweitet. Aber hier kommt man wohl klar. Und das bei allerbestem Service. Das ist schon im letzten Jahr im Sommer aufgefallen. Da war ich hier, falls jemand das Video nochmal sehen möchte, da war das so gegen Abend zum Feierabend hin, wenn man praktisch ins Hotel geht und zum Speisen hingeht, den Strand verlässt, kamen sofort die freundlichen und fleißigen Mitarbeiter der Gemeinde und haben hier den ganzen Müll eingesammelt an der Promenade. Alles picobello. Ich denke mal, das wird uns heute auch auffallen. Bus, ja, kein Problem hier mit dem Bus herzukommen. Die Busse fahren hier die ganze Küstenstraße entlang und von hier auch sternförmig vom Landesinneren hierher. Hier gibt es ja noch eine Großbaustelle hier. Das Riesenhotel wird hier umgebaut. Ich weiß jetzt den Namen nicht. Spielt wahrscheinlich nicht so die ganz große Rolle. Und das geht hier schon einige Monate. Wie lange das noch dauert, vermag ich nicht zu sagen. Dafür ist das Ganze zu riesig. Das geht da hinten ganz rüber noch. Nach links. Da hat man ganze Außenfassaden weggehauen und Balkone, und das ist praktisch wie ein Neubau.
ein Fluchtclub. Wir kommen dem Strand immer ein bisschen näher, wenn wir hier weiter nach rechts rausgehen, dort können wir auch am Meer entlang gehen, da geht es dann nach Sio, auch das ist dort ein durchaus beliebter Ort, auch den habe ich schon mal eingefangen im Video, also nicht verpassen, wer das schauen möchte, am besten Georges Kanal abonnieren, das Ganze kostet nichts, ist wirklich for free und wenn ihr die Glocke drückt, das sei nun mal in eigener Sache, dann seid ihr immer gut informiert. Auch das natürlich ohne Gebühr. Da hinten geht es Richtung Sio. Oder CJ, sagen manche auch. Auch dieser sehr schöne Weg, der führt hier auch einmal um diesen Gebäudekomplex und um diesen kleinen Spielpark, der sich hier hinter befindet, herum. Verbotsschilder, also was nicht mehr so gern gesehen wird, sind diese wahnsinnig schnellen E-Roller. Das hat man jetzt schon an mehreren Orten unterbunden, weil es einfach so gefährlich ist, weil die leise sind, aber feilschnell und wenn dort Familien lang gehen, wie auch immer, dann kann das schon mal gefährlich sein. Und hier kann man vielleicht schon so ein bisschen erahnen, ein ganz breiter Grünstreifen zieht sich hier an der ganzen Strandpromenade entlang, gut bepflanzt zum Teil. Da hinten ist man dabei, was Neues zu machen, hat man den Boden aufgerissen. Und da wird entweder gepflanzt oder ein Zierrasen aufgebracht. Natürlich ist es hier noch nicht so voll wie im Sommer. Das ist auch ganz gut so für diejenigen, die diese Ruhe mögen. Wir sind ja noch in der Vorsaison. Wunderschöner, sauberer Sandstrand. Natürlich liegt mal ein bisschen was herum, aber das ist nichts Schlimmes. Sauberes Wasser. Blau trifft auf Weiß.
Die ist nicht geöffnet. Ich weiß nicht warum. Die machen auch zum Beispiel abends früh zu. Oder nach spät nachmittags schon wird geschlossen oft. Jemand schwenkt auf die so gepflegten Bäume hier, die ganzen Palmen. Alles wurde geschnitten vor dem Frühling oder im Frühling. Playa de Sacomao. Die Karte hilft dir wahrscheinlich schon für diejenigen, die neu sind. Gehen wir jetzt quasi wieder Richtung Cala Mayor. Also grobe Richtung, sind wir noch weit entfernt. Den Boden meine ich, den habe ich schon angesprochen. Kann sein, das ist hier irgendwie aufgefräst worden. Kann sein, dass es so bleibt, glaube ich aber nicht. Vielleicht wird da noch was gepflanzt. Allerdings kommt ja nicht viel Regen unten an. Das nehmen die Palmen dann größtenteils weg. Ja, ich könnte noch bis da ganz hinten weitergehen. Hätte ich auch total Lust zu. Aber ich zeige jetzt hier gleich noch mal ein paar Geschäfte. Die Parallelstraße hier zur Strandpromenade. Werde diesen Bereich durch diese Stichstraße verlassen.
die Häuser hier links und rechts und gerade vor mir nicht gar so hoch, nur wenige Stockwerke. Auch das ist total angenehm. Hey, ist rot! Das ist so der typische Familienurlaubsort, wo alle auf ihre Kosten kommen. Wer ein gut gefülltes Portemonnaie hat, ist ein Vorteil. Strahlend blauer Himmel vor uns. Schön gewachsene Palmen. Aufgeräumte Läden, gepflegte Beete hier. Also das ist schon, ich denke mal, ich habe am Anfang des Videos nicht zu viel versprochen. Einer der Top und deswegen so beliebten Orte auf Mallorca. Hier kommt man ganz gerne mal her. Immer wieder schön, eine schöne Ergänzung auch für mich. Ja, soweit das Video für heute. Freue mich, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Über positive Reaktionen würde ich mich ebenso riesig freuen. Auch für das, was ihr mir gestern geschrieben habt. Vielen, vielen Dank. Ich sage Tschüss, Adios und Bye Bye aus Sakoma. Bis zum nächsten Mal auf Georges Kanal. Servus.